Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Vor uns haben wir jetzt unsere To-Do-List mit den Challenges. Und ich habe zwar gesagt, ich will jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Run machen, aber ich habe mir so gedacht, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn wir abwechseln. Ne? Also hier ein bisschen Challenge, dann wieder ein bisschen Normal-Run und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, ohne große Umschweife, geben wir uns die erste Challenge, die da heißt Pitch Black. Curse of Darkness. Ich hoffe doch nur, dass das jetzt nicht das ganze Level über so ist, weil das wäre ein bisschen arg mies. Dann hätte ich so meine Problemchen mit dem ganzen Ding. No, also wir werden sehen, wie das aussieht dann. Das ist zumindest alles sehr stark abgedunkelt. Das hätte ich mal besser in meinem Zimmer auch gemacht. So, dass ich da wenigstens ein bisschen was erkennen kann. Habe ich aber nicht, natürlich. Bestens vorbereitet. Läuft. Ist zwar schon elektrisches Licht, aber irgendwie trotzdem zu hell. Sonne wäre noch schlimmer. Also nichts gegen die Sonne, aber beim Zocken stört die einfach nur. Aus bekannten Gründen sicherlich einleuchtend. So, Bossraum haben wir schon mal gefunden. Aber so arg viel dürfte es ja hier nicht geben auf der ersten Ebene. Na. Hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Es war total schäbig, während der Aufnahme aufstehen zu müssen und das Licht auszumachen, aber ich mache das jetzt trotzdem. So. Oh Gott. Bestens vorbereitet, Leute. Jetzt sehe ich zumindest ein bisschen besser. Na. Das heißt auch nichts. Gurgling. Also komplett abgedunkelt. Ich glaube, das wird sich nach diesem, nach der Ebene nicht bessern. Und das andere ist, ich sehe mein Leben gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist jetzt ein blöder Nebeneffekt, der da auch mitspielt, oder ist es jetzt Zufall? Oh Mann, ey. Ich bin gerade übelst schlecht, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Oder ist das vielleicht sogar der eigentliche... Naja, sag ich mal, die eigentliche Herausforderung, dass man einfach nicht sieht, wie viel Leben man hat. Und das mit dem Curse of Darkness ist jetzt bloß blöder Zufall gewesen, dass der auch noch kommt. Ich weiß es nicht. Werd mal gleich sehen in der nächsten Ebene. Also ich habe jetzt doch ein paar harte Treffer kassiert. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Ne, Curse of Darkness bleibt. Allerdings keine Lebensanzeige auch. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Weil sonst kann ich mich gar nicht mehr drauf verlassen. Wie das denn aktuell aussieht. Naja, machen wir das Beste draus, würde ich sagen. Bin ja gespannt, ich werde wahrscheinlich nicht so weit kommen jetzt erstmal. Weil der Start war schon mal sehr bescheiden. Ich würde ja... Nee, also das ist es nicht wert, nachdem ich jetzt schon wieder so fiese Treffer kassiert habe. Lasse ich das, glaube ich, gleich ganz bleiben mit dem... Ach, das ist eine Spinne. Ja, das ist das. Du siehst es schlicht nicht. Sind noch mehr? Da ist noch eine. Jetzt komm halt. Wow! Boah, das war ja mies. Sowas wie eine Fackel wäre ein tolles Item in dem Spiel. Wow! Also ich erkenne zumindest ein bisschen was jetzt, ne? Aber es ist trotzdem... Echt mies. Bin mal gespannt, wie weit ich komme. Faith up. Vielleicht kriegt man ein Eternity Herz. Was wir dann hoffentlich auch ins Ziel bringen, weil dann bringt, sonst bringt das Ganze ja nichts. Okay.
Irgendwo war ein Herz. Hat's mir doch gerade angezeigt. Bin ich jetzt bescheuert? Oder habe ich schon gesammelt? Nee. Ach, da! Ja, man sieht halt nichts, ne? Das ist das Problem. Also, wenn's Licht ausgeschaltet ist, auf jeden Fall besser, als wenn's an ist, aber, klare Sichtverhältnisse gehen ganz anders, Freunde. Ich mache ja deswegen auch nicht mehr Schaden oder so. Na endlich. Ich bleib jetzt einfach so ein bisschen weg. Und mach das Ganze... Aua. Mach das Ganze Aua, genau. Ein bisschen defensiver. Wow. Gut, ich meine, dunkel ist doof, aber so hell muss er es dann auch nicht machen. Zumindest nicht auf die Art und Weise. So, kurz wegbleiben. Genau. Wow. Nein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, wieder nicht aufgepasst. Ich darf nicht mitlaufen. Das ist keine gute Idee. Auf gar keinen Fall. Bloß nicht mitlaufen. Den Fehler mache ich immer bei dem Boss. Hm. Aber ein bisschen Bewegung schadet ja auch nicht. So, jetzt. Gib ihm den Rest. Jawohl. Boah, ich habe schon ein paar fiese Treffer kassiert. Wenn ich nur wüsste, wie viel Leben ich habe. Wenigstens für einmal kurz schauen. Oh. Hm. Nee. Den holen wir uns erstmal nicht. Ich meine, ich bin ja echt froh, dass ich dieses komische Ding habe, was die Gegner ein bisschen verlangsamen kann, aber... So grandios... ist das auch nicht, wenn man gleich gar nichts sieht. Komm schon. Ja. Guter Junge. Ey, das gibt's nicht. Ich hasse das so, wenn die nicht tot gehen. Nein, nee, schon wieder, ey. Ach Mann. Ist doch nicht wahr. Zu langsam. Ja! Bingo. Seht ihr, was das ausmacht, ey. Ein einziger blöder Hit, der noch gefehlt hat. Scheiße, Mann. Bin bestimmt fast tot. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Halbes Herz vielleicht noch, wenn es blöd läuft. Boah. Hier, nehmt das hier. Oh, Mann, ey. Da bin ich gespannt, echt. Ich habe echt gedacht, ich bin schon längst tot. Rein theoretisch müsste ich auch schon längst tot sein, aber ich lebe irgendwie immer noch. Ist echt faszinierend. Yay. Das Gehirn. Komm schon. Boah, dieses blöde Gehirn, ne? Das trifft auch gar nichts. Yay, Herz. Okay. Vielleicht haben wir Glück und da ist auch noch ein, oder? Wow, jetzt war ich gerade wieder ein bisschen arg übermütig. Vielleicht findet man irgendwo noch das ein oder andere Herz. Also wir haben jetzt mindestens anderthalb Herzen.
Ne? Ein halbes hat man Minimum gebraucht, um noch zu leben. Und eins habe ich jetzt aufgesammelt. Also schließe ich daraus, dass wir Minimum anderthalb Herzen haben. Sehr schlau, ne? Gut kombiniert, Sherlock. Ich weiß, danke. Ach komm. Dieses Dreckshirn. Yes, jetzt hat's mal getroffen. Phew. Ja, das ist echt höchste Konzentration, auch wenn es nicht danach aussieht teilweise. Musst du echt aufpassen. Hier könnte es nämlich jeden Moment schon vorbei sein. Aber wie gesagt, anderthalb Herzen Minimum haben wir im Moment. Bin ja seitdem zum Glück nicht mehr getroffen worden. Darf gern so bleiben. Mal so nebenbei bemerkt. Oh Junge, triffst du mal was? Blödes Hirn. Och, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt. Geht doch. Oh, wenn ich die Spinnen nur sehen könnte. Jetzt verfehlt das Hirn wieder, ich fasse es nicht. Okay. Ebene ist clear. Zumindest mehr oder weniger. Die komischen Challenge-Räume zähle ich jetzt mal nicht. Da habe ich jetzt auch keinen Nerv dazu, da reinzugehen. Zumal ich in den einen wahrscheinlich eh nicht reinkomme. Weil da kommst du dann nur rein, wenn du ein Herz oder weniger hast. Die Voraussetzung erfülle ich ja gar nicht. Gertie! Wow! Achso, das ist der Gertie Junior, ne? Der hier rummarodiert. Bäm! Das Hirn hat gesessen. Darf ich mich nur nicht noch treffen lassen. Also einen Treffer habe ich kassiert, sprich Minimum ein Herz. Aber jetzt dürfte man ja wieder ein paar mehr haben. So. Oh, ich bin sogar vollgerackt. Alter Schalter. Nicht schlecht. Ah, dafür machen die es ein bisschen leichter. Mehr oder weniger. Da ist wirklich dann Mutterende. Also der normale Mutterkampf, so wie es aussieht. Aber da musst du halt auch erstmal hinkommen, ne? Hm. Wir werden sehen. Wow. Oh, ich habe jetzt gedacht, ich gebe dem noch einen Rest. Von wegen. Aua. Aber ich habe ja noch Herzen. Wow. Das ist halt auch jetzt wieder das Problem mit dem Hirn. Ich darf mir die selber ja in die Luft jagen. Also oben haben wir auf jeden Fall noch ein Herz liegen zur Not. Was haben wir denn hier? Oh, Spinnen. Hm. Ja, die hat gesessen. Also die Explosion. Komm schon, Mann. Alter, wie oft willst du mir noch ausweichen? Schau mal, schämst du dich nicht? Gibt's ja gar nicht. Wer hat denen das erlaubt? Was erlauben? Oh, scheiße. Der war jetzt blöd. Was, the lovers? Achso, stimmt. Zwei Herzen spawnen, ne? Das war das doch. Heben wir uns erstmal auf, solange wir noch wissen, dass irgendwelche so rumliegen. Wäre es ja eigentlich Verschwendung, die Dinger jetzt zu nehmen. Wahrscheinlich werde ich sie eh wieder sinnloserweise aus Versehen irgendwann einsetzen, weil ich es wieder nicht hinkriege mit den Tasten. Das wäre dann noch mehr Verschwendung, aber... Naja, ist halt Restrisiko. Oh, Alter! Holy White Death! Genau. Jetzt haben wir ein Item zum Benutzen, jetzt haben wir die Chance... Aus Versehen die Karte zu verballern. Ist das nicht grandios?
Nein, finde ich auch nicht. Naja, es ist halt ziemlich zufällig, ne? An welchen Stellen das Ding praktisch einschlägt. Wow! Das war jetzt knapp. Wenn die Dinger neben dir explodieren, ist halt auch immer blöd. Das hat dann kein halbes Herz weg, sondern gleich ein ganzes. So, Bossraum haben wir schon mal gefunden. Das ist doch sehr schön. Aber wir wollen natürlich noch gucken, was sonst noch so abgeht. Und zum Schluss dann nochmal den Check machen, ob wir noch ein Herz aufnehmen können. Weil ich habe gerade wieder voll den Überblick verloren. Also spätestens seit dem Item nach dem zweiten Boss, glaube ich, war das jetzt. Ne? Leben erhöht. Kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie viel Leben ich eigentlich noch habe. Weil ich immer nicht sicher weiß, ob das jetzt plus 2 oder plus 1 gibt. Aber ich glaube, das gibt plus 1 Leben mehr. Demzufolge müssten wir jetzt 4 Container haben. Aber wie voll die sind, kann ich euch nicht sagen. Oh Junge. Jawohl, endlich. Alle tot? Ja, sieht so aus. Wo ist denn der Shop eigentlich? Der hat ja schon wieder einigermaßen ordentlich Münzen gesammelt. Scheiße, das war nix. Ach Gott, hier geht's ja gar nicht mehr weiter. Hm. Dachte immer, der Raum geht noch weiter, aber man könnte ja auch mal auf die Minimap schauen. Das wäre ja Quatsch. Jetzt kann ich nur so den Check machen. Mal gucken, ob die mich in den Challenge-Raum reinlassen. Weil dann habe ich wirklich nur noch ein Leben. Ich muss mehr als ein Leben haben. Gut. Ha! Guckt euch das mal an, hä? So kann man sich auch ein bisschen behelfen. Eine genaue Zahl habe ich natürlich deswegen trotzdem nicht, aber zumindest eine grobe Ahnung. Also im Moment, nach den paar Treffern, würde ich sagen, habe ich nur grob 2 Herzen. Eventuell. Na doch, könnte hinkommen. 2. Könnten aber auch 1,5 sein, ja. Waren das jetzt ein Treffer oder 2, die ich gerade schon wieder kassiert habe hier? Schon hässlich, wenn man sich auf die Anzeigen immer verlassen kann, weil sie einfach nicht da ist. Wow. Einen einzigen Gegner habe ich, glaube ich, erwischt damit. Hm. Okay. Ja, jetzt mal im Ernst. Kein Shop auf der Ebene. Wie scheiße ist das denn? Darf immer noch nicht rein. Also haben wir immer noch mehr als ein Leben. Darauf kann man doch aufbauen. Ich glaube, ich werde die Lavas trotzdem im Bossraum benutzen. Da ich da noch mein Herz liegen habe, sollte ich da ein bisschen zu sehr auf die Fresse kriegen. Und dann ist es wenigstens einigermaßen sinnvoll verwendet. Und nicht irgendwie sinnlos verballert hinterher. Carrion Queen, oh je. Ach, das Ding ist das, ja. Na klar. Das Ding, was nur hinten empfindlich ist. Aber verlangsamen ist übelst cool gegen das Ding, ne? Würde dieses Hirn jetzt vielleicht mal explodieren? Scheinbar nicht. Oh, Junge. Okay. Wow. Bisschen noch, bisschen noch. Nein! Oh, Junge, geh doch mal weg. Yes! Das hat gesessen. Wenn man schon mal so viele Bomben hat, muss man es ausnutzen. Bombs are key. Oh oh.
Das war jetzt vielleicht nicht so doll. Lockdown. Lemon Party. Na toll. Wo ist der Kackteufelsraum? Ich sehe nicht. Wo ist die Tür? Ach, da oben. Nee. Nichts Grandioses. Wir gehen weiter.